Toni Polster, 0:24 gegen Wienerberg. Was ist da passiert? Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Wir sollten Sonntag Meisterschaft spielen gegen Wienerberg. Und Dienstag ist ja das große Cupfinale im Ernst-Happel-Stadion 1930. Ich hoffe, es kommen viele. Und ja, es ist ein Unding, zwei Pflichtspiele in drei Tagen zu machen. Das geht nicht, das machen die Profis nicht, das können die Amateure nicht. Zumal wir auch am Dienstag dann im Happelstadion spielen und vielleicht über 120 Minuten gehen können. Darum habe ich mit den 16 Leuten, die am Dienstag im Kader stehen, trainiert und habe ja, unsere Reserve hingeschickt, die zum Teil sehr, sehr jung ist und die natürlich noch nicht im Männerfußball spielen können. Wir wollten dieses Spiel gegen Wienerberg verschieben. Das hat uns Wienerberg untersagt. Und das ist eigentlich die große Frechheit. Also wenn ich Wienerberg Funktionär wäre oder dort was zu reden hätte, würde ich mich wirklich schämen und genieren. Denn wir haben nicht ein Jahr lang hart gearbeitet, um ins Pokalfinale zu kommen, um dann zwei Tage vorher ein Meisterschaftsspiel zu spielen. Und das geht einfach nicht. Das geht bei den Profis nicht, bei den Amateuren schon gar nicht. Das war die U18 im Wesentlichen, oder? Die du aufs Feld geschickt hast? Ja, im Wesentlichen, ja. Gespickt mit ein paar Spielern, die schon lange verletzt sind und das erste Mal gespielt haben. Aber natürlich vollkommen unterlegen sind. Ich selbst war dort nicht vor Ort. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe trainiert mit den 16, die ich am Dienstag einsetzen möchte. Und die frisch sein möchten, die vielleicht auch dann 120 Minuten lang Elektra einem großartigen Gegner Paroli bieten müssen. Aber 0:24, selbst wenn die Burschen noch nicht ganz ausgewachsen sind, sie können sich nicht sehr gewehrt haben. War der Widerstand da groß oder war auch sozusagen der Auftrag, geht's raus und lasst sich abschlachten? Nein, der Auftrag, den gab es natürlich nicht, aber die Jungs waren natürlich heillos überfordert. Aber wie gesagt, ich war selbst nicht dabei, weil ich den Fokus auf dieses Pokalfinale lege. Der ganze Verein legt den Fokus darauf. Das war in Absprache natürlich mit dem Präsidium, mit dem Obmann. Und wie gesagt, unterm Strich finde ich es unterste Schublade, dass Wienerberg uns dieses Spiel nicht verschoben hat. Denn man kann nicht zwei Bewerbsspiele in drei Tagen machen. Das geht nicht. Da ist mir die Gesundheit meiner Spieler viel, viel wichtiger als ein 0:24. Und du hast keine Angst um das Image des Vereins oder dein Image als Trainer und ehemaliger Superspieler? Nein, ich würde es wieder so machen. Es geht ja nicht anders. Ich kann nicht am Sonntag Meisterschaft spielen, 90 Minuten, und dann am Dienstag in einem Riesenstadion, dann auf einem Riesenfeld vielleicht 120 Minuten spielen. Da ist die Verletzungsgefahr viel zu groß und da ist mir, wie gesagt, die Gesundheit meiner Spieler viel, viel wichtiger als ein kleiner Imageverlust, der aber programmiert war und der sich aber nicht vermeiden ließ.